GoPro läuft. So, moin Freunde, wir brauchen heute mal ein paar richtig geile Materialien. Und zwar eine Chipsdose, Butterbrotpapier, Klebeband, ein Messer, Achtung, vorsichtig, Schutz geht vor, ein Nagel, eine Reißzwecke, ein bisschen Alufolie und ein Klappstuhl. Okay, eins davon war gelogen. Aber wir bauen uns heute mal eine Lochkamera. So, fangen wir an. Wir haben hier die Chipsdose und die müssen wir natürlich erstmal aufsägen. Und das machen wir hier so 5 bis 6 cm über dem Boden. Da sägen wir die Scheiße einfach mal ab. So, jetzt sehen wir hier ein Teil, da ist so ein Aluboden drin. Und durch den hauen wir jetzt hier diesen Nagel durch. So, mal gucken, ob das so klappt. Ja, super. So, jetzt, der Nagel ist durchgegangen. Jetzt haben wir hier so ein Loch im Boden. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir hier eins von diesem Butterbrotpapier und ja, halten es so drüber, dass es ungefähr passt. Und kleben das hier über den unteren Teil. Okay. Jetzt haben wir hier den Boden von der Chipsdose abgedeckt mit Butterbrotpapier. Jetzt fügen wir das Ganze wieder zusammen. Und zwar setzen wir die Teile so zusammen, wie sie vorher waren und kleben das Ganze hier nochmal ab. Obwohl das Ganze schon ziemlich dicht ist und nicht viel Licht reinlässt wegen dem ganzen Panzertape, machen wir darum nochmal eine kleine Schicht Alufolie. Und kleben das Ganze nochmal fest mit Panzertape. Bam! Und tada! Fertig ist die Lochkamera. Und was kann man damit jetzt machen? Ja, eigentlich nichts. So. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gefällt euch bestimmt auch das Video zu konvexen Linsen. Deshalb einfach hier klicken. So, was kann man damit jetzt machen? Man kann da durchgucken. Also, man hebt das ganze Ding so, dass die Öffnung zum Auge zeigt und hebt das Ganze lichtdicht ab, sodass da kein Licht in die Röhre kommt. Und man sieht, hier kommt durch das Loch das Licht rein und man sieht, was auf dem Butterbrotpapier. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt. So, wie funktioniert so eine Lochkamera jetzt? Ihr wisst ja, Licht könnt ihr euch als geradlinigen Strahl vorstellen. Also einfach so eine gerade Linie, wie euer Lineal. Und diese Lichtstrahlen haben jetzt alle ein bisschen Informationen dabei. Also wie die Außenwelt aussieht. Ja, da ist ein Blatt oder so. So könnt ihr euch das grob vorstellen. Und die tausenden von Lichtstrahlen mit den ganzen Informationen fallen jetzt durch das Loch durch und erzeugen auf dem Butterbrotpapier eine Abbildung von der Realität. Und das Besondere ist jetzt, die Lichtstrahlen, die von unten kommen, gehen durchs Loch durch und sind dann auf dem Butterbrotpapier oben. Und die Lichtstrahlen, die von oben kommen, gehen durchs Loch und sind dann auf dem Butterbrotpapier unten. Das bedeutet, das ganze Bild von der Realität dreht sich um und wenn ihr durch die Lochkamera guckt, dann seht ihr alles umgedreht. Müsst ihr bei der Lochkamera irgendwas beachten? Ja. Wenn nämlich euer Bild zu dunkel ist, könnt ihr das Loch größer machen und euer Bild wird heller. Ist ja auch logisch, es ist ein größeres Loch und da kann mehr Licht durch. Problem ist aber, wenn ihr euer Loch größer macht, dann wird euer Bild unscharf, weil die Lichtstrahlen haben dann quasi mehr Spielraum und bilden nicht mehr auf einen Punkt ab, sondern auf eine Fläche und alles wird halt verschwommen. Also was halten wir fest? Wenn das Loch der Kamera größer ist, wird sie heller, aber gleichzeitig auch unschärfer und andersrum. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gefällt euch bestimmt auch konvexe Linsen, dazu einfach hier klicken. Genau, und klickt auch mal auf diese kleinen Instagram-Symbole, wenn ihr sehen wollt, wie wir nackt aussehen. Nee, aber scheißegal, schreibt in die Kommentare, warum ihr sowas auch bauen wollt oder ob ihr sowas bauen wollt, ob ihr schon mal sowas gebaut habt, ob eure Oma euch schon mal so ein Set zum Geburtstag geschenkt hat, um so eine Lochkamera zu bauen. Haut rein, drückt den kleinen Daumen, macht's gut, abonniert alle vier Kanäle, Simple Maths, Simple Biology, Simple Chemics, Simple Physics. Haut rein, bis dann und ciao. Ciao.